Was machen wir dann? Machen wir den? Da rein in den Hausflur. Mach mal Licht. Drüben in die Ecke. Ist hier Telefon im Haus? Nein, aber gegenüber ist eine Zelle. Nicht so hastig, ich verstehe ja kein Wort. Ja, jetzt habe ich verstanden. Ja, was ist denn? Samtstraße, Ecke, Maron. Ach du liebes bisschen. Ja. Ach komm doch mal. Ihr habt doch Feierabend. Herr Krawert will dich unbedingt selbst sprechen. Hallo. Ja, Walter. Was ist? Ja, habt ihr den Toten liegen gelassen? Was heißt denn den Hausflur getragen? Also da predigt man euch dauernd. Wer? Ach so, ja. Ihr habt ja wenigstens die Zeugen, dass die nicht einfach... Ich will die Dinger nicht tragen. Schau doch mal, wie es regnet. Bei dem Wetter ziehen alle Leute Gummischuhe. Ja, aber ich schwimme in den Dingern. Nein, ich spreche mit meiner Frau. Ein besserer Herr? Ja, wie er aussieht, interessiert mich ja jetzt noch gar nicht. Lasst ihn liegen, wie er liegt jetzt. Ja, ich komme. Sofort, ich darf mich wenigstens anziehen. Ich habe aber keine Lust. Maronstraße, das ist wirklich also eine Gegend, wo man nur mit dem Beil aus dem Fenster gucken kann. Aber was willst du machen? Nein, ist zu nah am Hotel. Koffer, nicht zu groß. Den Wagen können wir gleich aufkriegen. Mensch, pass doch auf, der Portier. Siehst du das nicht? Nee, sehe ich nicht. Schweinslederkoffer. Ich würde es probieren. Aber ich nicht. Da drüben ist es dunkler. Können wir auch besser weg. Los, komm rüber. Mann. Entschuldigen Sie bitte. Ich glaube, Ihr Wagen ist gerade gestohlen worden. Haben Sie den Schlüssel stecken lassen? Ich verständige sofort die Polizei. Die ganze Zeit schon sehe ich zwei junge Leute herumlaufen. Jawohl. Machen wir, sehr gerne. Kann ich mal telefonieren? Ja, einen Augenblick bitte. Ihr seid in der Kabine. Natürlich, ja. Nichts. Überhaupt nichts. Passt wohl nicht mehr ganz. Auf der Schlitten, ne? Mhm. Wie fährt sich der? Klasse. Mal sehen, was er für Musik hat. Warum fährst du langsamer? Weil wir das Vergnügen nicht lange haben werden. Du hast doch den Portier gesehen. Na und? Ja, was glaubst du denn? Jede Funkstreife hat doch längst die Nummer des Wagens. Na und, was willst du machen? Vielleicht hat er was im Kofferraum. Schade, Mensch. Mit dem Wagen wäre ich gern noch ein bisschen rumgefahren. Was ist was drin? Das siehst du doch.
denken die noch, wir haben was damit zu tun. Los, komm weg! Weg von hier! Der Portier gibt doch unsere Beschreibung durch. Na und? Wo ist das nächste Telefon? Danke. Ich danke euch für alles. Wir danken Ihnen, Herr Kommissar. Auch hier, Herr Kommissar? Ja, ich warte.